Es ist selten, es ist vielleicht sogar eine Social Media Premiere, wenn sich vier YouTube-Kanäle zusammenfinden, um über ein Thema zu sprechen. Bücherliebe, Gunnar Kaiser, Literaturlärm und Literatur ist alles. Und zwar über den Existenzialismus. Und so bitte ich gleich vorab und dies in aller Ehrlichkeit und ohne ironischen Unterton, dass ihr euch Bücherliebe, Gunnar Kaiser und Literaturlärm nach diesem Video oder davor, warum nicht, sogar jetzt sofort ansieht. Sie werden die Existenzialphilosophie nämlich viel klüger abhandeln können als ich, denn was mir auf Anhieb zu diesem schummrigen Interpretiert mich bitte mal Syndrom Existenzialismus einfiele, wäre nur, was Jean-Paul Sartre damit meinte. Der Mensch ist in einem Universum ohne Gott auf sich allein gestellt und ist also, wozu er sich macht, durch seine eigene Wahl. Sein Freund Albert Camus stimmt ihm darin zu. Der Mensch, denken beide, Sartre Camus, ist ab seiner Geburt wie ein Schauspieler, der sich auf einmal mitten in einer Theatervorstellung auf der Bühne befindet und nicht weiß, welches Stück gespielt wird und welche Rolle er selber spielen soll. Er muss sich entscheiden, was er werden will. Und indem er sich entscheidet, entscheidet er auch für andere, ganz logisch. Er spricht anderen ja eine Rolle zu. Denn wenn er sich dafür entscheidet, ein Bösewicht zu sein, wird ein anderer wohl sein Gegenspieler ein Held sein müssen. Also hat der Mensch eine Verantwortung. Und schon ist Sartre bei der zu seiner Zeit für menschheitssolidarisch denkende Intellektuelle attraktivsten Philosophie und Ideologie gelandet, dem Marxismus. Natürlich, so Sartre, sei es unschön, was Stalin und Mao im Namen des Marxismus mit den Menschen so alles anstellen, Menschen nach Schauprozessen hinzurichten, in Riesenkonzentrationslager und angeblich Irrenanstalten zu sperren. Aber dies geschehe am Ende zum Besten aller für die Weltrevolution und das darauf folgende befriedete Dasein. Und hier, genau an diesem Punkt, widerspricht ihm Albert Camus. Sartre und Camus zerstreiten sich fürs Leben und es beginnt die große, die größte Tragödie der Linksintellektuellen des vergangenen Jahrhunderts. Albert Camus sagt, der Zweck, also das Endziel der Revolution, heiligt nicht jedes Mittel, den Terror. Der Zweck heiligt im Grunde überhaupt nichts. 8 Jahre hat Camus an seinem Roman Die Pest gearbeitet, der 1947 zum Bestseller avanciert und bis heute einer geblieben ist. Und darin sagt er mit einem Satz Sartre für immer adieu. Ich habe bemerkt, eine Figur im Roman, Jean Giraud, er habe so vielen hochgeistigen Diskussionen zugehört, die mir fast den Kopf verdreht hätten und die anderen den Kopf verdreht haben, bis sie dem Morden zustimmten. Und ich verstand, dass das ganze Unglück des Menschen entsteht, weil sie keine klare Sprache sprechen. Sartres Überheblichkeit, seine Neigung zur Über- und Überinterpretation, die er mit manchen Intellektuellen bis heute teilt, so hat es Camus gesehen, mag für sich genommen als Theorie ihre Berechtigung haben, füllt Seminarräume und Vorlesungssäle und finanziert Universitätsprofessoren. Doch ist diese Neigung derart vollkommen, dass Sartre in einer Gefängniszelle einsitzt, aber nicht mal mehr bemerkt, dass er eingesperrt ist. Er doziert, er redet zu viel. Wenn er seine Sache nicht auf den Punkt bringen kann, selbstverliebt, pedantisch wirr und am Menschen vorbei. Wozu leben wir? Was tun, um angesichts des Todes keine Zeit zu verlieren? Dies sind die Fragen Albert Camus. Und es verlangt ihn nach konkreten und nicht abstrakten Antworten. Das Böse geht fast immer von der Unklarheit aus, stimmt ihm eine weitere Figur im Roman bei, Dr. Bernard Rieu. Womit wir schon mitten im Roman sind, der sich als Chronik eines Jahres präsentiert. Um 1941 in Oran, Algerien, mit seinen 200.000 Einwohnern und dem Rücken zum Meer gebaut, einer, so der Chronist, mittelmäßigen, seelenlosen Stadt, schlichter Leidenschaften und ohne Solidaritätsgefühl. Ein Kranker ist hier sehr allein. Ratten fallen in die Stadt ein, übertragen über Flöhe, den Pestbazillus. Und Dr. Rieu erkennt rasch, dass es sich bei den ersten Kranken um Pestkranke handelt. Doch die Beamten, die Ärzteschaft Orans, will davon nichts wissen.
Sie diskutiert. Sie diskutiert sich um Kopf und Kragen, weil sie die Meinung der Öffentlichkeit fürchtet, die sie nicht unnötig beunruhigen und weil sie sich selber nicht unbeliebt machen will. Während in der Stadt Menschen sterben, versackt die Beamten- und Ärzteschaft pedantisch und dreistümmlich in Thesen, Dogmen, Wunschvorstellungen, da die Symptome, die die Bewohner, die von der Pest befallen sind, ihres Erachtens nicht haargenau den Symptomen der Pestopfer anderer Zeiten entsprechen. Und für sich genommen, und rein theoretisch, hätte die Beamten- und Ärzteschaft ja auch recht, wenn sie ein Debattierclub wäre, der sich auf Epistemologie eingeschworen hat. Doch ihr Zögern wirkt sich praktisch verheerend aus. Jemand dringt in eure Wohnung ein und hält euch was Scharfes, Blitzendes an den Hals. Werdet ihr in dieser doch etwas misslichen Lage mit euch selbst darüber streiten, ob es sich bei diesem scharfen, blitzenden Instrument um ein Messer handelt oder um eine Machete oder eine Rasierklinge? Wohl kaum. Ihr habt jetzt, werdet ihr zugeben, gerade mal andere Sorgen. So müssen sich die Herren Beamten entscheiden, ob sie es mit der Pest zu tun haben oder nicht. Und zwar, um gegen sie anzukämpfen oder eben nicht. Die Wahrheit anzuerkennen und danach zu handeln, ohne Konzession, ohne Kompromiss oder eben nicht. Unser Kollege hier, da ist einer in der Runde frech auf Rieu, unser Kollege hier glaubt an die Pest. So hätte das Rieu eben eine Diskussion über existiert Gott oder nicht angefangen. Sagen Sie mir aufrichtig, was Sie meinen, fordert der Rieu heraus. Sind Sie sich sicher, dass es sich um die Pest handelt? Und Rieu erwidert, die Frage ist falsch. Sie stellen sie falsch. Es ist keine Frage der Begrifflichkeit, es ist eine Frage der Zeit. Folglich, so Rieu weiter, ist es ziemlich unwichtig, ob Sie alle hier die Gefahr, die uns droht, Pest oder Wachstumsfieber nennen. Wichtig ist allein, dass wir diese Gefahr daran hindern, die halbe Stadt umzubringen. Man muss mit den Phrasen aufhören. Man muss den Schmerz, den man erst empfinden kann, wenn man ihn teilt, teilen und empfinden lernen. Man muss umfassende Maßnahmen ergreifen, einander helfen, verflucht nochmal, und zwar jetzt. Die Maßnahmen bleiben natürlich aus. Das große Sterben beginnt. Den Journalisten Rombert hat es ganz zufällig in die Stadt verschlagen, und nachdem über die Stadt die Quarantäne verhängt worden ist, will er raus zu seiner Frau. Kann nicht, schreit in einem der bewegendsten Momente des Romans über die Stadtmauern hinweg ihren Namen hinaus und schließt sich der Hilfsorganisation und Bernard Rieu an, wie der Jesuit Pater Panelou, der in Orans Kathedrale predigt, die von Gott zugelassene Pest werde alle wieder zum Wesentlichen, dem Glauben, zurückführen. Als er dem Sterben eines Kindes zusehen muss, zieht er den Schluss, dass Gottes Existenz nur mehr zu rechtfertigen ist, indem man dieses Sterben als Gottes Willen annimmt, und als er selbst an der Pest erkrankt, beugt er sich Gottes Willen und lehnt folglich jede ärztliche Hilfe ab. Rieus Alternative zu Panelous Glauben, so bitter wie wahr, lautet: Er werde sich bis zu seinem Ende weigern, die Schöpfung zu lieben, in der Kinder gemartert werden. Da die Weltordnung durch den Tod bestimmt wird, so Rieu, ist es für Gott vielleicht besser, dass man nicht an ihn glaubt und mit aller Kraft gegen den Tod ankämpft, ohne die Augen zu einem Himmel zu erheben, in dem Gott schweigt. Rieus selbstloser Sinn seines Lebens ist in der Aufgabe seines Berufs beschlossen, und diese Aufgabe liegt in der Revolte gegen den Tod, gegen die Verneinung des Lebens und eine Schöpfung, die diesen Tod von Anfang an vorgesehen hat. Camus gibt in seinem Roman niemandem Recht oder Unrecht, auch nicht dem Jesuiten Panelou, dessen Konsequenz er bewundert. Und das macht eine seiner Stärken aus, im Kontrast zu Sartres Romanwerk, das stets als illustrierende Bestätigung seiner Thesen daherkam und darum und auch aus rein literarischen, ästhetischen Gründen unsere Jahrhundertwende nicht überlebt hat. Doch die Kritik, die Camus sich bis zu seinem Tod in Reaktion auf die Pest von Seiten Sartres und seiner Schoneien Handlanger damit einfing wie eine Krankheit, sollte ihn ein für alle Mal unschädlich machen. Sie wirkte lähmend auf ihn, wenngleich sie heute mehr als lächerlich bis grotesk wirkt. Weil Rieu etwa im Gespräch mit dem Journalisten Rombert einräumt,
Es sei durchaus sein Recht, sein privates Glück über die Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft zu stellen. Nichts auf der Welt ist es wert, sich von dem abzuwenden, den man liebt. Mit solchen Romanpassagen hätte Camus, hieß es, die Sache des Menschen für Sartre und Handlanger, die Sache des Marxismus, des Kommunismus, der Weltrevolution verraten. Jene sonnenstrahlenden Utopien und Endziele, gegen die Camus bereits in seinem Roman Der Fremde ein großes, schlichtes Bild gefunden hat. Wie lange kann man in Algerien in die Mittagssonne blicken, ohne dass man sich die Augen zerstört? Noch lange nachdem Camus 1960 bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, rechtfertigen Linksintellektuelle gegen Camus und desto energischer Gewalt und Terror im Namen des sozialistischen, kommunistischen Fortschritts und postkolonialer Befreiung. Die angeblich so genügsame, friedliebende DDR, die Rote Armee-Fraktion, die Roten Brigaden, die Dschihad-Revolution 1979 in Iran. Dagegen wäre Camus natürlich gefeit gewesen. Wie Sartre wollte er die Literatur von den grundsätzlichen, den elementaren menschlichen Erfahrungen nicht trennen, von der Empfindung, in einer absurden Welt zu leben, weil man von Geburt an zu sterben und zum Tod verurteilt ist. Doch verwahrte er sich gerade deshalb dagegen, jedem Terror, der Gewalt, der Todesstrafe und jeder Idee, die Terror, Gewalt, Todesstrafe legitimierte, dienstbar zu sein und lehnte bald sogar das Prädikat Existenzialist für sich ab. Ja, er sei kein Philosoph und habe auch nie in Anspruch genommen, einer zu sein. Was er zu bieten hatte, war, was man modisch gegenwärtig Lifehacks nennt. Warte nicht, bis irgendeine Bedrohung von außen kommt, die dir über etwas Gewissheit verschafft, über das auch unter alltäglichen Umständen Gewissheit zu erlangen wäre. Um angesichts des stündlich drohenden Todes keine Zeit zu verlieren, versuche man, sie in ihrer ganzen Dauer zu empfinden, etwa indem man Tage im Wartezimmer eines Zahnarztes auf einem unbequemen Stuhl verbringt oder sich Vorträge in einer Sprache anhört, die man nicht versteht. Wozu lebt man? Auch um Leid zu verringern, wofür man ein tieferes Verständnis für das Leid anderer entwickeln muss. Für jenes Leid, das ein Sartre mittelbar durch seine Parteinahme für Stalin und Mao über Millionen Menschen brachte. Wenn man heute fragt, was das vergangene Jahrhundert war, wird eine Antwort lauten, es war das Jahrhundert, in dem die Linksintellektuellen die Menschheit an Diktatoren verrieten. Jean-Paul Sartre verriet uns an Stalin und Mao, Gabriel García Márquez an Fidel Castro, Michel Foucault an Ayatollah Khomeini und erst in den 80er Jahren gaben manche Linksintellektuellen, ohne es freilich öffentlich einzubekennen, der immer noch Persona non grata Albert Camus nachträglich recht. Peinlich berührt schweigen Foucault-Anhänger berät noch heute über die Khomeini-Begeisterung ihres Meisters und Slavoj Žižek freute sich 2007 anlässlich der Finanzkrise auf den Zusammenbruch des Kapitalismus wie auf eine Wiederauferstehung Stalins. So das verkündete Žižek, Revolutionäre endlich die Macht an sich reißen, repressive Apparate und so weiter. Man beachte dieses Entsetzliche und so weiter. Und ein neues Regime aufbauen könnten und es zu spät sein wird, das neue Regime wieder loszuwerden, weil es fest verankert ist. Dieser intellektuell getarnte Gedankenterror wird nie enden, wie es in Camus' Roman heißt. Der Pestbacillus verschwindet nie. Doch ist wenigstens Sartres Denkmal heute gestürzt. Camus besaß nie eines und wir brauchen für ihn auch keines. Die Pest genügt vollauf. Sie ist einer der makellosen Romanereignisse der Weltliteratur, ein Glück für jeden, der wahrhaft, also auch untheoretisch, unphilosophisch, konkret menschlich zu lesen versteht. Die Lektüre des Romans versetzt uns mit seinem ständigen Wechsel zwischen Nähe und Distanz in einen Zustand der Klarheit. So wahr ist er, so sinnlich gefühlvoll, wirklich bedeutsam. Die Pest ist unhintergehbar. Mit Camus teilen wir drei große Gewissheiten. L'amour, la souffrance et l'exil. Die Liebe, den Schmerz und das Exil. Ça suffit.